Hallo YouTube. Herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Days Gone. So, ich mache ein bisschen hier Einarbeit. Wir werden uns das letzte holen. Das letzte Nero-Ding hier. Aus. Natürlich fahre ich nachts, ne? Nachts macht es ja am meisten Spaß. Tanken brauchen wir eigentlich nicht. Können wir ein bisschen looten. Das brauchen wir nicht. Ist noch irgendwas im Laden? Ja, hier. Da und dort sind Sachen. Auf jeden Fall. Styropor fehlt uns. Also, Styropor. Oh, Ausschau halt. Ah. Was holen wir uns noch? Ein Airbag? Das nehmen wir natürlich mit. Okay. Dann sind wir voll. Was mache ich denn? Einmal reparieren, bitte. Jetzt können wir sonst noch was herstellen. Fernlenkbombe. Okay. Wir sind gut dabei. Also Schrott und allem. Also was man halt so braucht, ja. Aber Styropor habe ich jetzt keins gesehen. Das nehmen wir auch noch mit. Flaschen sind wir voll. Was für Tag, sehr schön. Gibt es eigentlich oben was? Munition. Hier liegen doch Becher rum. Aber Plastik, kein Styropor. So für Müll. Die müssen ja monatelang hier oben gewohnt haben. Gelebt haben. Ja, gelebt haben. Nun gut, weiter geht's.
Mike, ich hier reparieren wir nochmal. Das sieht nicht allzu übel aus. Genau. Da oben gibt es irgendwas. So. Hab ich jetzt keine Zeit. Noch so schönes dabei. In all what you have. Habt ihr vielleicht Styropor in eurem Lagerfeuer? Schlappen voll. Schöner neuer Morgen. Sehr so, noch wer? Ich wollte das Schild, wenn ich schon mal eins sehe, mitnehmen. Also. Ah, Fleisch. Fleisch. Genau, Fleisch. Kommen wir dann auch abgeben. Was haben wir denn hier schon? Das ist interessant. Gentleman Bandit Denkmal. Ethische Gerechtigkeit. Drüben. Was soll ich denn da machen? An der anderen Seite.
Verdammt, ich habe mein Bike versenkt. Ja, muss auch mal sein. Diesem Spiel. Gut. Laufen wir ein bisschen. Aber wie soll man denn da rüberkommen? Jetzt ein langer Weg nach Hause. Verdammte Axt. Ich hätte doch einfach die Straße nehmen sollen. Okay. Verdammt. Nein. Also, das machen wir bestimmt nicht. Den ganzen Weg, wissen, wie weit das ist? Nein. Da sind wir. Spricht Captain Curry. Kommen. Was gibt's, Captain? Der Colonel will Sie sehen. Er ist in seinen Gemächern in der Arche. Seine Gemächer? Ja, ja. Das haben wir jetzt schon 100 Mal gehört. Genau. Der Weg wird mir blöde angezeigt, aber wir müssen irgendwie hier rüber und dann da hinten über die Brücke. Kann ich mir hier so eine Markierung setzen? Geht das? Nicht. Echer? Wenn Sie vom Hauptcamp aus reingehen, müssen Sie hinter dem ersten Lagerbereich nach links. Okay, wissen Sie, was er will? Irgendwas mit einem Dienstplan. Lassen Sie ihn nicht warten, Corporal. Nein, Sir. Ihr Name fiel bei einem wichtigen Projekt. Bleiben Sie sauber, dann werden Sie demnächst vielleicht befördert. Ja, Sir. Curry-Ende. Ein wichtiges Projekt? Was für ein Projekt? Keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich die Zufahrt verpasst. Ach, so ist das. Sowas nicht geplant. Wir sind. Nein, wir sind noch nicht da. Wo bin ich denn hier? Ich muss da drüben hin. Was mache ich hier? Ach, ich meine Wegfindung. Okay, jetzt zu. Die Brücke doch einfach fahren, ne? Da ist eine Brücke. Nimm die. Die geht aber nicht. Es verfolgt mich. Wo bist du? Wo bist du? So, hinterhältig. Schusstür.
Also gut. Kommen da nicht entlang. Die Straße ist gesperrt. Ich komme auch nicht da drüber. Ja, nö. Los, reparier mal ein bisschen. Mal sehen, was da geht. Funktioniert. Ja, sehr gut. Was ich... aber auch keine flache Stelle. Ist die Stelle flach genug? Nein. Da kann ich schwimmen. Er stirbt mir weg. Aber ein Shit. Gehen wir mal da hinten. Gut und schön. Welche Seite kommen wir denn da hin? So. So nah und doch so fern. Hm? Also die Brücke geht nicht. Die ist kaputt. Die ist kaputt. Was man machen könnte, ist, wäre vielleicht hier, aber ist auch kaputt. Okay, man könnte so und dann am Rand entlang eventuell fahren. Ja, dann nehmen wir jetzt die Hauptstraße. Aber ja, die nehmen wir nicht. Tut mir leid, aber ich bin mit meiner Wegfindung. Ziemlich am Ende. Mach nochmal einen richtigen Speicherpunkt. Ach, Mann. Ich habe meinen Eigenen gespürt. So. Da ist die Spurschatz.
Ich hab mein Bike. Ja. Und nochmal. Wir schaffen es. Die Tage werden es schon schaffen. Also. Im nächsten 10 Platz. Irgendwie. Nein. Ich komme nicht mal an mein Bike ran. Ja, laden. Danke. Weil ich muss das Bike aus dem Wasser. John, hier spricht Captain Curry. Bitte. Kommen. Was gibt's, Captain? Der Colonel will sie sehen. Er ist in seinen Gemächern in der Arche. Seine Gemächer? Wenn Sie vom Hauptcamp aus reingehen, müssen Sie hinter dem ersten Lagerbereich nach links. Okay, wissen Sie, was er will? Irgendwas mit einem Dienstplan. Lassen Sie ihn nicht warten, Corporal. Nein, Sir. Ihr Name fiel bei einem wichtigen Projekt. Bleiben Sie sauber, dann werden Sie demnächst vielleicht befördert. Ja, Sir. Kuriende. Ein wichtiges Projekt? Was für ein Projekt? Huch. Ach nee, oder? Ach nee. Also jetzt tut mir leid, aber ich will alles mitnehmen vom Spiel. Spricht Captain Curry. Kommen. Was gibt's, Captain? Der Colonel will Sie sehen. Er ist in seinen Gemächern in der Arche. Seine Gemächer? Wenn Sie vom Hauptcamp aus reingehen, müssen Sie hinter dem ersten Lagerbereich nach links. Okay, wissen Sie, was er will? Irgendwas mit einem Dienstplan. Lassen Sie ihn nicht warten, Corporal. Nein, Sir. Ihr Name fiel bei einem wichtigen Projekt. Bleiben Sie sauber, dann werden Sie demnächst vielleicht befördert. Ja, Sir. Kuriende. Wichtiges Projekt? Was für ein Projekt? Da müssen wir dann später drüber. Ich lasse das mal hier. Dann nochmal von... So, wo ist es denn jetzt? Jetzt bin ich hier und... Ach so, ach Mann. Ich muss noch weiter springen. Ich dachte, wer hier? Oh. Nein. Muss ein PK-Technologie. Ah, ein Neuro-Injektor. Genau das, was ich brauche. Ah, okay. Ah, B. Ja, konzentrier dich, konzentrier dich. Und? Sonst gibt's nichts hier? Kein. Blablabla. Bla, bla. Recorder, meine ich.
Jetzt ist meine Frage, wie kommen wir denn zurück? Also, das könnte schon sein, aber dann klatschen wir gegen die Wand. Dann. Erstmal tanken. Ah, gutes Timing. Sehr schön. Das war's. Lass fallen. Aber jetzt ist wirklich die Frage, wie kommen wir zurück? Wollen wir zurück, aber hier kannst du auch nicht entlang fahren. Ne, seht ihr? Ja. Also diese Richtung, nein. Diese Richtung, nein. Ach, hier. Ja, das könnte klappen. Okay. Noch ein Nero, Ricardo. Was ist hier passiert? Wo? Ach, hier. Als wir gestern über den Highway 97 flogen, haben Sie diese Riesenhorde gesehen? Hey Mann, ich hatte mich aufs Ohr gehauen. Hey, was ist mit euch Typen los? Hören Sie, ich arbeite genauso viele Schichten wie Sie und ich versuche nicht die ganze Zeit zu schlafen. Tja, Ihre Ausrüstung ist leichter. Jedenfalls, waren es über 300, laut dem Infrarotscan. Scheiße, sind das viele? Das bedeutet, die Horden vergrößern sich. Ich meine zahlenmäßig. Mann, können Sie sich vorstellen, da drin zu stecken? Mir wird übel, wenn ich nur daran denke. Das muss sich anfühlen wie ein Moshpit mitten im Juli. Nur mit einem Haufen Alzheimer-Patienten, die sich nie den Arsch abwischen. Wieso rede ich überhaupt mit Ihnen? Sehr gut geschafft. Ich werde jetzt aber da nicht hingehen. Wir machen erst noch hier das hier fertig. So, dann hätten wir alles außer Horden haben wir hier nicht. Und eine nähere Information fehlt uns. Ja, das und Hinterwaldstoff. Und Pflanzen. Hier haben wir nur eine Horde von 13 gemacht. Dann habe ich das jetzt markiert. Natürlich werden wir 2,3 Kilometer in diese Richtung. Sehr schön. Ach, hier war auch so ein Nero-Ding.
Gibt's da nur eine? Hier draußen leben nur Mörder, Drifter und Plünderer. Scheiße! Hilfe! Hilfe! Hey, hey, hey! Ist okay. Hey, hey, hier draußen ist es nicht sicher. Genau. Ich weiß, wo ein Camp ist. Was? Camp? Ein Camp? Wo? Wo? Zeig's mir. Ich geh hin. Nee, Diamond Lake. Ach, beim Diamond Lake ist ein Milizlager. Frag dort nach Khoury. Oh Mann, danke. Bitte, danke, bitte. Ich war am Arsch. Ja. Heilige Scheiße. Okay. Ich war so gut wie tot, weißt du? Ja. Vielen, vielen Dank, Mann. Ich bitte, bitte, bitte. Ich dachte, es wären zwei zu retten. Sag ihnen, es war Sam es John. Es fiel mich drauf los. Die kennen mich. Nicht anhalten. Bleib in Deckung. Haben wir mal wieder jemanden gerettet. Das sieht nicht allzu übel aus. Nein. Gut. So. Also ich meine, wir sind überall durch die Gegend gefahren. Ach ja, wir haben Fertigkeitsbogen. Ach so. Stimmt ja. Oh, sogar zwei. Was haben wir noch Schönes? Ist hier noch was? Hier gekauft. Und hier. Teufelskreis gemeistert. Drücke RT für einen Nahkampfangriff. Aber da. Der Robot. Das heißt. Nimmst du's? Wir gucken mal eben nur nach Steropor. Blümchen nicht. Ist da eine Horde drin? Ich weiß es gar nicht. Das ist nur ein Futterplatz, oder?
Da ist nur ein Futterplatz. Okay. Gut, weiter geht's. Ah, wisst ihr, worauf ich mich freue? Auf ein Spiel jetzt im Juni. Nicht nur von ESO High Isle. Wie wird das eigentlich ausgesprochen? High Isle? High Isle? High Isle? High Isle? Sondern Uncharted Legacy Edition kommt am 20. Juni. Und da freue ich mich wahnsinnig drauf. Das ist mein Jahreshighlight. Denn, ja, durch Uncharted bin ich ja eigentlich zu YouTube gekommen. Das habe ich ja mal erzählt gehabt. Bei Sarazza bin ich gelandet damals. Das erste Mal, als ich YouTube-Videos, so ein Video über Uncharted sehen wollte, weil ich an einer Stelle zum Beispiel nicht weiterkam. Uncharted war auch die ersten Spiele, die ich gespielt habe. Jetzt nicht, also ich habe so privat gespielt. Ich habe keinen Let's Plays davon gemacht. Ich noch die PlayStation 3. Ja, und die drei Teile habe ich mir dann bei Sarazza damals angezogen. Und sogar noch den vierten. Den letzten Teil, der jetzt in der Legacy Edition mit drin ist, den kenne ich zum Beispiel gar nicht. Also da habe ich ein Part von gesehen. Es ist Corporal St. John. Er kann rein. Na los, Leute! Weiter! Ja, ja, Sir! Ja, Sir. Ja, Sergeant! Konnichiwa, Corporal St. John. Konnichiwa. Hallo, Sergeant. Ja. Das ist alles, was ich für heute habe. Oh, okay. Oh, okay. Wiedersehen, Corporal St. John. Sergeant Ikeda. Ja. Dann haben wir ein bisschen Fleisch. Wie geht's meinem Lieblingscorporal heute? Hallo, Sergeant. Auch wir müssen was abgeben. Unser Bike. Sir. Corporal Deaton St. John. Schön. Schön, dich zu sehen. Sarge. Das war hier toll. Yep, der gute alte amerikanische Sprit. Kommt sofort. Reparieren muss ich doch nicht. Corporal St. John? Wir sehen uns dann später. So. Was haben wir denn? Hab doch geklickt. Corporal St. John, ich habe eine dringende Aufgabe für Sie. Das war irgendwie klar, als ich mich melden sollte. Sir. Eine unserer Patrouillen wurde ausgelöscht. Eine andere Patrouille sollte sie suchen. Sie fanden alle bis auf eine Person. Private Gomez. Ja, lebt sie noch? Ich weiß es nicht. Der Ort des Geschehens ist voller Spuren. Ich brauche jemanden mit Ihren Fähigkeiten, um diese Spuren zu untersuchen.
Okay. Ich tue, was ich kann. Ich wusste, auf sie ist Verlass, St. John. Wegtreten. Okay. Ich glaube, das ist dann auch der letzte Job wahrscheinlich. Hier. Dann haben wir Stufe 3 erreicht. Gut. Unser Bike ist hier. Corporal Fancy Pants. Wie steht's dir? Sarge. Oh, ein super Teil. Ist das alles? Unter voll. Oh, Vertrauensstufe 3. So, was nehmen wir denn mit? Okay. Ich wollte jetzt mal eben ein Gewehr haben. Das macht die Reichweite, ist halt ein Gewehr, Scharfschützengewehr. Ist das BFG 50 am besten, oder? Haben wir hier? Ich habe nichts von denen gekauft, ich habe nur diese eine. Die sind alle schlechter als wie das, was ich drauf habe. Präzision ist bei der ein bisschen besser. Hallo? Ja, ist okay. 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 Ja, nehmen wir das mal mit. Corporal St. John. Ja, ja. Wir ja. sehen uns, okay? Tja, Corporal Deacon St. John. Hallo, Sergeant. wir sprechen später, Sarge. Gut. Corporal St. John, was steht an? Ja? Hey, Sarge. Okay, ihr Lieben, ich würde aber sagen, ich beende den Part. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Daumen hoch, Kommentar, Tipps und Tricks, immer würde ich mich sehr drüber freuen. Und im nächsten Part geht's dann weiter. Bis dahin. Adios.